Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 89. Das Ganze wie immer als Wochenupdate. Das heißt, ich zeige euch, was ich letzte Woche Schönes auf meiner Anlage gemacht habe, die Fortschritte, die ich gemacht habe. Ihr wisst, ich baue und bastle ziemlich viel, da passiert immer ziemlich viel bei mir. Und ja, das Ganze wie immer Freitag 16 Uhr pünktlich hochgeladen. Jeder ist willkommen, der sich für eine Modellbahn interessiert und natürlich jeder, der sich für Modellbau interessiert und alles, was dazugehört. Und heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ich es geschafft habe, in relativ kurzer Zeit auf meiner Anlage bestimmt 50% mehr Platz zu bekommen, wo ich mich ein bisschen mehr austoben kann. Das heißt, ich habe mich auf der unteren Ebene weiter ausgetobt und da habe ich natürlich dann entsprechend viel gemacht. Und was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, im Hintergrund ist schon ein kleines bisschen zu sehen, aber das möchte ich euch in alles in Ruhe gleich zeigen. Also sage ich so, bis gleich nach dem Intro im Video. Ja, recht herzlich willkommen zurück zum Video. Und wir sehen ja jetzt schon im Hintergrund, dass ich mal wieder in der Werkstatt zugange bin. Und da möchte ich euch natürlich zeigen, was mir da so durch den Kopf gegangen ist. Viele werden sich schon gefragt haben, das heißt, ich wurde auch schon gefragt, wie ich mir das Ganze denn vorstelle. Denn ich habe ja meine Anlage, ihr wisst es ja, im Hintergrund, nicht fertig, auf keinen Fall fertig. Aber wir sehen es ja jetzt hier, der Hintergrund ist schon ein bisschen gebaut. Und hier vorne war immer nichts. Das heißt, ich habe ja keine Platte in dem eigentlichen Sinn. Ich habe ja ein Modul. Also die gesamte Anlage besteht aus Modulen, vielleicht mal zur Verständigung. Wir haben es ja auch eben schon ein bisschen im Bild gesehen, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, wenn ich sage, die Anlage besteht aus Modulen, dann hat es auch den großen Vorteil. Es ist ja eine Schrankanlage, wie ihr wisst, oder auch eine Bürobahn, ihr könnt es euch aussuchen. Und ich habe die Möglichkeit, fast meine komplette Anlage in sich modular immer wieder zu tauschen. Das heißt, ich kann jetzt im Hintergrund hier, wir sehen es, ich baue ja gerade so ein kleines Modul fertig. Das wird mit einem Neodym-Magneten festgehalten. Ihr könnt im Hintergrund ein bisschen gucken. Ich werde nicht jeden Schritt jetzt hier kommentieren, den ich mache. Man sieht es ganz gut und ich habe ja auch mal alles schön beschriftet. Ne? Und es ist so, dass ich dann sozusagen die einzelnen Segmente, die ich jetzt hier mit Magneten befestigen kann, kann ich jedes Mal abheben. Wir sehen es nachher noch mal weiter hinten im Video. Da zeige ich euch mal komplett, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich kann das große Hauptmodul wegnehmen. Ich kann die kleinen anderen Module alle wegnehmen. Und das möchte ich dir natürlich nachher mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Denn ich muss ja, wir sehen es ja da unten, unterhalb der Klammern sehen wir ja die Antriebe für meine Weichen. Das ist zurzeit alles ein bisschen lieblos. Ne, lieblos kann man nicht sagen. Es ist so, hier sehen wir es. Diese Platte, die kann dann so einmal rumgedreht werden und dann wird die oben drauf gepappt. Und durch diese Neodym-Magnete halten die völlig exakt an der Stelle, wie ich es angebaut habe. Man muss natürlich beim Bauen ein bisschen aufpassen. Und nochmal zu den Antrieben unten drunter. Da ist natürlich jetzt immer so ein bisschen Sägestaub, Sägemehl, oder wie sagt man denn, Sägespäne, so vom Arbeiten und Staub. Da bin ich ständig am Saugen. Und während das so dreckig aussieht, wie es eben unten drunter aussah, da fahre ich natürlich nicht mit der Bahn. Das heißt, da mache ich nichts weiter als bauen. Danach wird gereinigt, danach wird alles schön gemacht wieder und dann kann ich fahren. Der große Vorteil ist, dass ich sowieso jetzt bald meine kompletten Runden endlich drehen kann. Ihr werdet es bald sehen, im nächsten Video gibt es richtig was wieder zu sehen. Also ich doppelmobbel mal ein bisschen meine ganzen Aussagen hier. Während im Hintergrund ich wieder in meiner Werkstatt zugange bin und noch mehr von diesen Platten, von diesen Modulplatten mir baue. Jetzt bauen wir gerade für die linke Seite, aber ich wollte dazu gar nichts sagen. Und ja, zum Platz, den ich gewinne, es ist jetzt so, wir haben ja, oder ich habe ja auf der Anlage wahnsinnig viel Gleis verbaut und es ist ja eine Kompaktanlage. Aber es ist auch so, dass viele gar nicht davon großartig gesehen werden.
Auch da kommen wir auch noch mal dazu, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe schon einige Zuschriften, ihr merkt es immer wieder, bekommen, wo ich bestimmte Fragen gestellt kriege. Wie soll das denn funktionieren? Wie hast du dir das gedacht? Und so weiter. Wir sehen es ja im Hintergrund, auch da oben die Gleise, da unten die Gleise, überall sind Gleise. Aber man wird zum Schluss, wenn die Anlage fertig ist, gar nicht so viel davon sehen. Und durch die Module habe ich immer wieder die Möglichkeit, eben auch diese bestimmten Abschnitte von den Gleisen entweder zu verbergen oder sehen zu lassen. Aber das sind alles Zukunftsmusik. Wir wollen ja erstmal die Anlage in ein Stück erstmal fertig haben, bis ich mal sagen kann, komm, heute machen wir das Modul, da bauen wir ein neues draus, dann haben wir einen kleinen neuen Abteil. Wir kennen es ja, also ältere Abonnenten wissen es ja, zum Beispiel die Zeppelin-Landestelle oben oder die alte Wartungsstelle, die kann ich komplett austauschen, wenn ich das möchte. Ja, ich kann das runternehmen, ich kann das neu bauen, ich kann das wieder draufstellen und da habe ich immer alles anders. Also es ist wahnsinnig flexibel, was ich hier baue. Und durch diese Ebenen, die wir jetzt hier gerade sehen, das mache ich übrigens mit so ganz kleinen Schräubchen hier fest. Die sind, glaube ich, mal 4, M2 mal 4, damit die eben nicht durch, oder glaube ich, ich habe die 6er genommen, damit die eben nicht durch die 4 mm Sperrholzplatten durchgehen. Und da wird es eben so gemacht, dass ich diese Magnete, jetzt erzähle ich doch was zu dem Video im Hintergrund, ist egal, verschraube und anschließend, wie wir sehen es gerade hier, mit dünnflüssigen Sekundenkleber nochmal verklebe. Ich möchte also nicht, wenn ich das später runternehme, dass die Hälfte hängen bleibt. Ich will einfach, dass alles funktioniert. Und oben die Schraube, den Schraubenkopf, habe ich jetzt sogar mit Mittel, oder jetzt sehen wir es, mit mittelfesten Sekundenkleber nochmal gemacht, dass die Schraube sich gar nicht lösen kann. Also ich habe da wirklich alles safe. Also ich passe da wirklich aus. Und jetzt kommt natürlich, was kommen muss. Wer mich kennt, weiß, ich male alles schwarz. Alles, wo ich fertig bin, wird schwarz gemalt. Das ist für mich so ein Ding, erstens mal, dass später in meiner Anlage nicht immer alles, ja, wenn mal irgendwo ein Fitzelchen zu sehen ist, dass einem das nicht hell anblinkt von unten. Und zum anderen, ich weiß einfach, wenn ich schwarze Bereiche habe, die sind fertig, da habe ich alles getan und die können später bearbeitet werden. Hier liegen die Platten übrigens falsch rum zum, ja, zum Trocknen kann man gar nicht sagen, die habe ich da falsch rum hingelegt, weil ich da unten noch was bearbeitet habe. Und jetzt sehen wir natürlich, oft eben haben wir es gesehen, die rechte Seite auch mitgemacht. Ja, ich zeige euch ja meistens immer nur den linken Teil der Anlage. Hier ist der rechte Teil der Anlage. Und auf der anderen Zimmerseite natürlich nochmal so viel. Aber das kommt auch alles später. Ich baue also nicht jetzt wirklich komplett wüst. Aber wir müssen es auch mal sehen, wenn ich auf der rechten Seite was mache. Hier vorne, wo ich gerade gemalt habe, da ist das Gleis, was hier vorne lang geht. Das führt zu der neuen roten Brücke, die ich mal gebaut habe. Vor 3, 4 Videos oder so. Und ja, und jetzt zeige ich euch, wie man das abheben kann. Das mittlere Modul, das kann ich jetzt hier komplett runternehmen oder anklappen, wie man das auch immer möchte. Und das ist natürlich von unten noch gar nicht bearbeitet. Ihr seht, da hängen die Kabel unten rum. Das sieht ja wahnsinnig wüst aus da unten drunter. Aber das ist ja auch erstmal egal. Da kommen wir noch zu. Da wird ihr noch genug sehen. Ja, wer denkt, das bleibt so. Es gibt mit Sicherheit jemanden, der bei mir arbeitet. Der hatte ich neulich erst so einen netten Kommentar gehabt. Und ist egal. Und das ist natürlich nur, die Kabel müssen ja erstmal irgendwo hängen. Ne? Also wie gesagt, dieses Modul, was wir jetzt gerade sehen, das kann ich ja hochklappen, komplett rausnehmen. Und jetzt sehen wir es schon, das sind die kleinen Einzelmodule, die ich abklicken kann auf der Platte. Und die kann ich ja jederzeit nachbauen. Ich meine, das ist ein bisschen Sperrholz. Dann schiebe ich durch die Säge wieder und dann kann ich das auf diesen Stückchen komplett neu bauen. Und das Ganze wird sich immer weiter durch die Anlage durchziehen, weil auch alles, was so rechts, wo die Waggons da jetzt stehen, da davor, das wird alles abnehmbar werden. Ihr werdet es noch sehen, da wird noch wahnsinnig viel kommen. Und das wird wirklich wie so ein Baukastensystem aufgebaut. Die komplette Anlage ist zum Schluss, ja, Baukastensystem. So ist mein Plan. Deswegen auch die Anlage so aus den ganzen Holzleistchen. Und das bleibt als Gerippe und alles andere kann ich jederzeit verändern. Und das, was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen, das geht natürlich auch auf der rechten Seite zu machen. Jetzt schiebe ich aber, ich glaube zumindest, ja klar, das mittlere, das Hauptmodul, das untere Hauptmodul wieder rein. Und das habe ich eben auch mehrfach zu bauen. Ja, da kann ich eben komplett ein anderes Thema da vorne machen. Eine Fabrikanlage oder eine Kleinstadt irgendwo oder ein Dorf. Für eine Kleinstadt ist das wahrscheinlich zu klein alles. Oder irgendwas, was mir so unterkommt. Oder nur Landschaft. Ja, da kann ich so ein bisschen die Züge so durchfahren lassen, wie ich das halt möchte. Und da kann ich jederzeit
ja, wie gesagt, das Ganze verändern und die Module entsprechend anpassen, sodass die Anlage ständig neuen Charakter hat irgendwo, dass es immer wieder schön neu gebaut werden kann. Ja, so funktioniert das. Und auf der rechten Seite ist es jetzt so, da sehen wir es gerade, da kann ich es genauso abklicken. Ja, das ist mit Magneten auch genauso festgemacht worden. Das habe ich euch vorhin nicht gezeigt, wie es gebaut wurde. Und auch diese beiden Bereiche kann ich komplett abnehmen. Und oben drüber, wir sehen es ja hinten auch wieder, die Bahn oben lang führt. Auch das wird, was da so an Gelände drauf kommt, das komplette Gelände werde ich dort abnehmen können. Und dann als nächstes die Platten unten entfernen können, sodass ich wirklich komplett auf der Anlage alles jederzeit verändern kann. Problemchen dabei ist natürlich so, dass auch die ganze Technik, also hier unten, wo der Becher drauf steht rechts, das ist das einzige feste Teil, was unten noch mit dran ist, wie so eine Art zentrale Stelle, wo die Weichen hier vorne sind und die Signale so lieblos noch dastehen. Das ist ein festes Teil hier vorne wieder und das, was ich nicht bewegen kann, auch nicht will. Ich brauche also eine feste Basis irgendwo, wo ich dann meine Module, meine Platten anlegen kann, was ja da ist. Ne? Und ich denke, das ist eine wunderbare Technik. Das macht sich gut und es hat wirklich bestimmt 50% mehr Platz gebracht. Ich habe es mal ausgerechnet. Ausgerechnet habe ich das nicht. Was für ein Quatsch. Ich habe es ausgemessen. Gerechnet habe ich da überhaupt nicht. Und funktioniert. Ich danke euch, dass ihr dabei wart mit diesen schönen Bildern, wie es weitergehen kann von meiner Anlage. Ich glaube, jetzt hat man so ein bisschen mehr Fantasie, was so als nächstes passieren kann. Möchte ich mich recht herzlich von euch verabschieden. Bis nächste Woche. Es sei denn, ich bringe mal wieder ein kleines Short zwischendurch, wie jetzt die Woche auch, wo ich ja mal was bekommen habe, was ich euch zeigen möchte. Ansonsten macht's schön gut. Bis nächsten Freitag. Alles Gute, euer Aquapinter Aga Uli. Tschüss.